Hallo liebe Freunde von Haltepunkten. Mit der S7 1500 und dem Tierportal habt ihr die Möglichkeit, Schritt für Schritt durch das Programm durchzugehen. Das funktioniert mit den sogenannten Breakpoints. Und wie die funktionieren, das zeigen wir euch jetzt. Um die Funktionalität der Breakpoints im Tierportal näher zeigen zu können, öffnen wir in einem bestehenden Tierportal-Projekt einen SCL-Baustein. Mit einem AWL-Baustein funktioniert dies ebenfalls. Um die genaue Funktionsweise der Breakpoints anschaulich zeigen zu können, haben wir neben dem Arbeitsbereich, in dem man den SCL-Code sehen kann, den zugehörigen Datenbaustein geöffnet. Zunächst verbinden wir uns mit der Steuerung und gehen online. Im nächsten Schritt werden die Breakpoints aktiviert. Bitte beachtet, beim Erreichen eines Breakpoints wechselt die CPU von Run in Halt. Die Ausgänge behalten ihren jeweiligen Status und werden nicht weiter aktualisiert. Aus diesem Grund kann es zu einer Gefährdung von Personen und zu Beschädigungen an der Maschine oder Anlage kommen. Breakpoints können Auswirkungen auf die Zykluszeit haben und diese verlängern. Bei fehlersicheren CPUs muss für eine korrekte Funktionsweise die entsprechende Überwachungszeit berücksichtigt werden. Man sieht im CPU Operator Panel, in dem der aktuelle Zustand der CPU angezeigt wird, dass dieser von Run in Grün in Halt Orange wechselt, sobald der Breakpoint erreicht wird. Der erste Breakpoint wird außerhalb der Vorschleife gesetzt und aktiviert. Im nächsten Schritt wird das Programm Schritt für Schritt durchgearbeitet. Hierbei können die Aktualwerte der Variablen außerhalb der Vorschleife direkt im Arbeitsbereich beobachtet werden und die Aktualwerte des Datenbausteins im Baustein selbst. Der zweite Breakpoint wird innerhalb der Vorschleife gesetzt und aktiviert. Auch hier kann der Programmteil Schritt für Schritt durchgearbeitet werden und die Aktualwerte entsprechend im Datenbaustein beobachtet werden. Nachdem alle Breakpoints aus dem Programm entfernt sind, wechselt die CPU von Halt wieder in den Zustand Run und arbeitet das Anwenderprogramm wie gewohnt ab. Viel Erfolg bei eurem nächsten Programmtest mit den Breakpoints. Siemens. Ingenuity for life.